So, da sind wir wieder in Let's Play Fire Emblem. Doch, ja. Wenn jetzt irgendwas gerade anders aussieht als am Ende des letzten Parts, tut mir leid. Ich habe es gerade irgendwie geschafft, dass ich den letzten Part nochmal nachspielen musste. Mit Speed-Taste und Überspringen der Texte geht sowas zwar verdammt schnell, aber trotzdem muss ich sagen, dass jetzt hier wahrscheinlich irgendwas anders aussieht und ich weiß nicht was. So. Trotzdem, die Situation sollte eigentlich die gleiche sein, außer dass Lündes, glaube ich, diesmal keinen Schaden genommen hat hier. Na gut. Dennoch, sie legt erstmal den hier um. Also, ihr habt euch immer nichts verpasst. Außer, dass, eine Sache, die ich, glaube ich, anders gemacht habe, ist, dass Lindis diesmal den Boss des letzten Kapitels getötet hat und demnach ein Level-Up schon hatte jetzt. Ne? Was soll's. Ach, nur KP. Da geht aber mehr. Da geht mehr, meine Gute. So, Erk. Oder Furina. Ich bin eigentlich dafür, dass Erk den umlegt. Zack. Ja. Das reicht fürs Level Up. Das ist das Wichtige gewesen. Es darf dann am besten Florina oder Will den Gnadenstoß geben. Also, du bist Level 3, du bist Level 3. Mach du das mal. Kommst du die Leichtlanze. Und weg ist er. Sehr schön. Das hast du gut gemacht. Dann musst du mal bitte eine Truppe noch aufhalten. Viel gab sie nicht zu tun, sag ich mal. Weiter vor. Und du stellst dich mal da hin und benutzt den Heilstab. Ohne Animation, ja, die habe ich ausgestellt. Für Sarah natürlich nur. So, deine Ausrüstung ist noch okay, hätte ich gesagt. Kennt. Du könntest ein Schwert vertragen. Tauscht ihr beide mal diese Schwerter aus. Dann werde ich mich das Schwert hier mit 3 einfach verkaufen. Dorcas. Bei dir sieht es einigermaßen okay aus. Florina geht erstmal ins Arsenal. So. Lin, du brauchst nichts. Du kannst vorstellen, was hat der für eine Waffe? Eine Stahlaxt. Wieder mal. Und das Haus muss ich noch besuchen. Dann fange ich noch damit mal an. Sagt, macht ihr Regengebrauch von der R-Taste? Ja, tatsächlich. Ja, wenn ihr etwas nicht versteht, drückt die R-Taste, um Informationen zu erhalten. Ich weiß, das habe ich jetzt schon oft genug gemacht. Jaha. Das Haus hier muss ich auch mal besuchen, da nehme ich doch mal Dorcas für. Ihr seid also Reisende, hört auf meinen Rat, geht sorgsam mit eurem Vermögen um. Kauft ihr zu früh zu viele Waren, seid ihr bald arm und müsst später leiden. Es gibt immer noch mehr Läden, also spart nun die Hälfte eures Geldes. Das klingt schon wie ein Wink mit dem Zaunfall, trotzdem gucke ich mal, was es hier gibt. Das dachte ich mir nämlich schon. Ich hatte gehofft, dass es hier noch was anderes gibt, aber Langspeer nehme ich doch, Gut, warten, dann muss Kent mal zu. Ein Langspeer nimmst du. So, Langspeer ist nämlich auch eine Waffe wie das Wurfball, die geht über 2 Felder. So, wie viel Geld habe ich noch? Nachdem sie so meinte, sollte es was aufheben. Oh, fast nichts mehr. Er hat aber noch Wurfball, deswegen spare ich mir jetzt auch mal wirklich ein neues zu kaufen. Bogen brauche ich auch nicht. Sane, du rennst mir hinterher. Sane kriegt jetzt absichtlich keinen Langspeer von mir, weil ich halt... Ich hab's ja schon gesagt, ich will Sane nicht zwangsweise im Team behalten. Auf lange Sicht. Deshalb mal gucken. So, Lin wird natürlich angreifen. Sarah schlägt zum Heilen mal dahinter. Will kann auch ruhig mal dahin gehen. Florina auch. Der Rest bleibt hier stehen und guckt zu. Hab ich Erk mit? 2, Level 3, Level 3. Ich nehme Erk auch mal mit. So. Einmal gucken. Erstmal gucken, wer wie viel Schaden macht. Lin. Wichtigste Eisenschwert. 8 Schaden. 14 Schaden kann ich mit dir raushauen. Mindestens, wenn der Crit nicht kommt. 11 Schaden. Okay. 5 Schaden. Leichtlanze 4, der macht aber ganz schön viel Schaden da.
mit Florina würde ich, glaube ich, gar nicht mal angreifen wollen. Dann greifst du an. Ich sehe jetzt auch einen 2% Crit. Das wäre natürlich ein bisschen scheiße, wenn die eintreten, aber was soll's. So, ihr werdet noch lernen, warum man die Ganlon-Banditen fürchtet. Nein, ich glaube nicht. Gut, so sollte es laufen. Dann haut Erk nochmal drauf. Zack. Sieht immer aus, als würde er dem Gegner den Mittelfinger zeigen, finde ich, bei so einem Spell. Naja. Und Gatti. Ja, das reicht locker aus. Haut auf, Lin. Wieso kein Crit? Ja, du hast eine 25... War ja klar, dass der Crit jetzt kommt, wenn er nicht mehr nötig ist, ne? Ah, Abschaum! Ihr seid ein Abschaum! Und was bist du dann? Nur noch Schaum, du hast das Ab nicht mal mehr verdient. So. Das war ein bisschen sehr viel Schaden, aber was soll's. Er ist ja jetzt eh vorbei, die Mission. Gut gemacht, Pelli. Das war Ihnen sicher eine Lehre. Welch eine Überraschung. Ihr seid sehr stark, Lin. Euer Stab ist ein wahrlich wundersames Ding. Solch heilende Kräfte erstaunen mich immer wieder. Nun, jene, die im Dienst Gottes stehen, wirklich, können sie richtig einsetzen. Ihr habt uns sehr geholfen, doch nun trennen sich unsere Wege. Gebt gut auf euch Acht und lebt wohl, Lin. Lebt wohl, auch ihr, Erk. Auf Wiedersehen. Nun, lass uns aufbrechen, Erk. Was haben wir denn da? Noch eine wilde Blume, vielleicht sogar ein Schmetterling? Ja, wer kann das nur sein? Welch absolut reizendes Geschöpf. Oh, ihr seid einer von Lindes Gefährten? Bitte nennt mich doch Sane. Ich bin Serra, ich diene dem Haus Ositia. Serra, welch lyrischer Name, ihr steht im Dienste von Celine. Oh, dann ist Lin ein Mitglied der Familie des Marquis? Sie ist die Enkelin unseres Herrn des Marquis. Eine so wichtige Person? Serra, welche Hinterhältigkeit braut sich nun in deinem Kopf zusammen? Eine mächtige Persönlichkeit, die in deiner Schuld steht, kann niemals etwas Übles sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Oh, Sane, glaubt ihr, wir könnten wohl die Gesellschaft von Lady Lindis eingeführt werden? Sie scheint mir eine wahrhaft liebenswerte Person zu sein. Und nichts würde ich lieber tun, als ihr meine Unterstützung zu gewähren. Ich kann kaum nicht lachen dabei. Aber natürlich, welch ein Freudentag. Gerade noch haben wir darüber diskutiert, dass wir durchaus noch zusätzliche Kampfkraft gebrauchen könnten. Werdet ihr etwa gejagt oder verfolgt? Ja, ihr wisst, ein Erbschaftsdisput, überall lauern gedrungene Mörder. Oh, in diesem Fall sollten euch meine Fertigkeiten mit dem Heilstab und Erksmagie für Nutzen sein. Nun, es klingt gefährlich. Euer Stab und eure Magie wären wirklich äußerst hilfreich. Bitte wartet hier, ich gehe voran und werde in eurem Namen bei Lady Lindis vorsprechen. Unglaublich. Das ist fantastisch, Erk. Unsere guten Taten werden uns Dankbarkeit jenseits aller Vorstellungskraft bescheren. Ich glaube, ich werde krank. Ich sag's gerne nochmal, ich mag Erk. Derweil auf Schloss Silly. Dem kleinen Mädchen ist es gelungen... Nee, wie hab ich noch schon? Dem kleinen Mädchen ist es gelungen, die Grenzen zu überqueren. Ja, Lord Landrin, sie ist auf dem Weg nach Arafin. Arafin? Idiot! Schickt Soldaten, um sie mit Empfang zu nehmen. Haltet euch nicht zurück, tut alles, um die Sache jetzt zu beenden. Zuerst der alte Mann und jetzt noch das Mädchen. Sie klammert sich ans Leben wie eine Trinkende an einen Felsen. Verdoppelt die Giftdosis! Setzt er sich zur Wehr, haltet ihn fest und schüttet es in seinen Hals. Ist das Mädchen erst fort, gehört Celine mir. Ich werde es nicht zulassen, dass mir jemand im Wege steht. Du könntest auch versuchen, netter zu sein, Bursche. Das könnte helfen. Aber nein. Endlich erreichte Lin das Land, in dem ihre Mutter zur Welt kam. Lysia ist eine Föderation von Territorien, nicht Territorium.
Kiel ist unter der Herrschaft eines mächtigen Markins. Lin verlässt nun Arafin, eins dieser Territorien, und zieht aus, ihren Großvater, den Marquis von Selin, zu finden. Jedoch hungert es lang drin, des Marquis Bruder, nach der Herrschaft über Selin. Er bereitet für Lin ein tödliches Willkommen vor, da sie sicher seiner Gier nach Macht... Da sie sich seiner Gier nach Macht in den Weg stellt. Warum war das jetzt so schwer? Ich weiß es nicht. Stolzes Blut. Ist das das Kapitel, was ich... Es ist das Kapitel, was ich denke. Da habe ich mich auch schon drauf gefreut, weil hier kommt... Ich glaube, das ist sogar mein Lieblingseinheit in diesem Game. Welche Stadt ist das? Dies ist Arafin. Nach Ositia, die zweitgrößte Stadt in Lycia. Die zweitgrößte Stadt? Hm? Mir geht es äußerst geschäftig zu. Ach, übrigens, wo ist Kent? Er sagt, er will ins Schloss vorgehen, aber... Ah, da kommt er ja. Jo, bin da. Hi. Milady Lindis, lass uns sofort zum Schloss gehen. Man hat Proviant und Ausrüstung für uns vorbereitet. Der Marquis hat beschlossen, uns auf unserer Reise nach Selin zu helfen. Er will uns helfen? Ja, Arafin und Selin verbindet schon seit Jahren eine stabile Freundschaft. Als ich dem Marquis für unsere Bitte in Kenntnis setzte, stimmte er sofort zu, uns seine helfende Hand zu reichen. Es scheint, als läge ein ruhiger Pfad vor uns. Wenn wir noch ein paar Soldaten anheuern könnten, wäre der Weg nach Selin noch um ein Vielfaches sicherer. Es tut mir wahrhaftig leid, dass ihr bisher solche Unbilder leiden musstet. Seid nicht dumm. Ihr seid ein fähiger Mann, Kent. Kent? Oh, und selbstverständlich auch ihr, Zane. Natürlich tut es das. Ah, wahrscheinlich hat es gilt auch für euch. Naja. Das Schloss erwartet uns. Ich erwarte jemand ganz anderen. Das ist ja furchtbar. Das Schloss steht in Flammen. Kent, ich hab dir gesagt, du sollst aufhören, irgendwelche Gebäude anzuzünden. Entschuldigung. Wie war das? Was geschieht hier? Rauch vom Schloss. Hey, was machen diese Männer da? Gott, der eine komische Schmalzlocke. Wer seid ihr? Ihr seid Lindis, nicht wahr? Was soll das? Keine Fragen, seid gewappnet. Hey! Zack, Kurzbogen, geile Waffe. Ja. Was, ein Pfeil? Wer seid... Lady Lindis. Ah, Kent. Seid ihr unversehrt? Mir geht's gut. Ja, dieser Mann hat mich gerettet. Darf ich um euren Namen bitten? Wartet. Warum habt ihr mir geholfen? Ich dachte, eine Frau der Ebenen von Sakai würde helfen werden. Doch, ich hatte mich getäuscht. Nein, ihr hattet recht. Ich komme aus Sakai. Ich bin Lin, die Tochter des Oberhaupts der Lorca. Die Lorca? Gab es also Überlebende? Ja. Ihr solltet sofort wieder abreisen. Im Schloss wütet ein Feuer und es bereitet sich aus. Seid nicht dumm, indem ihr das Leben verschwendet, das ich eben rettete. Seid ihr vom Schloss? Was ist geschehen? Wie schlimm ist das Feuer? Ist der Marquis in Sicherheit? Das Schloss wurde angegriffen und der Marquis wurde gefangen genommen. Der Mann, der euch nach dem Leben trachtete, vermutlich einer der Marodeure. Als Hauptmann der Palastwache ist es meine Pflicht, den Marquis zu retten. Scheiße. Übersprung. Milady? Sie will helfen. Tatsache, ne? Warum? Die Banditen sind hinter mir her. Wenn sie das Schloss angreifen, dann nur wegen mir. Daher muss ich helfen, wo ich nur kann. Es scheint, als wärt ihr irgendwie in die Sache verwickelt. Lasst uns gehen. Ihr nehmt unsere Hilfe an? Ich bin Wrath von den Kutula. Kutula, auch komischer Name. Wir gehören unterschiedlichen Stämmen an. Doch einer Dame aus Sakai werde ich nicht den Rücken kehren. Vielen Dank, Wrath.
Rat von mir aus auch, ja, wie es besser gefällt, ne? Möget ihr tausendfach gesegnet sein. Tausend Flüche mögen unsere Feinde treffen. Ja, ich kann schon mal anfangen. Du verdammter... Darf nicht fluchen. Autsch. Hau Headset. Ja, trifft immer gut, ne? Kommt. So. Du, was hast du in meinem Heim verloren? Beruhige dich. Ich bin keine Gefahr. Ein Zuhause bietet einen guten Blick auf den Kampf da draußen. Für dieses Privileg bin ich auch gerne bereit zu zahlen. Bitte. Du bist wie ein Geier, der nur wartet, bis alle tot sind. Grauenhaft. Zahl schon. Ich verschanze mich im Keller, also störe mich nicht. Fiel mir nicht im Traum ein. So, welche Seite hat denn nun mehr zu bieten? Auch einer meiner Lieblings... Ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter. Erg mag ich zwar richtig gerne, aber ich glaube, das war doch gerade mein Lieblingscharakter. Sobald der Marquis in Sicherheit ist, können meine Männer einmarschieren. Vielleicht durch den Geheimgang. Geheimgang? Wieso hat jedes Schloss immer einen Geheimgang? Ein unterirdischer Tunnel, der direkt in den Thronsaal führt. In den Kasernen befinden sich Schalter, welche den Zugang zum Tunnel öffnen. Durch den Tunnel in den Thronsaal und dort den Marquis retten. Ist das erst geschafft, könnt ihr dann den Feind aus vom Schloss vertreiben. Wenn wir jene Schalter betätigen, erledigen meine Renner den Mist. Bam! Doch gibt es drei dieser Schalter. Alle drei müssen betätigt werden, sonst bleibt der Eingang verschlossen. Aber die Tür zu den Kasernen sind versperrt. Die Tür zu den Kasernen. Ich plural nicht verstehen. Die Feinde lauern im Inneren. Wenn wir nicht hineingelangen und sie erledigen, stecken wir fest. Also lautet unser erstes Ziel, die Türen zu öffnen. Ja, und dafür gibt es einen ganz kleinen Trick. Was sollen wir tun, Pally? Woher sollen wir die passenden Schlüssel bekommen? Vielleicht tragen einige dieser Marodeure welche bei sich. Jo. Zum Beispiel dieser nicht. Dieser auch nicht. Dieser auch nicht. Okay, wir sind am Arsch. Nein, natürlich nicht. Zufällig werden wir natürlich zu diesem Haus geschickt. Wie kann das nur sein? Besuchen. Hey, ihr da, auf ein Wort. Wer seid ihr? Ich bin Matthew, Spezialist für Beschaffungen aller Art. Habt ihr Interesse, meine Dienste zu erwerben? Für einen Dieb habe ich keinen Nutzen. Ach ja, und wie gedenkt ihr, jene Kasernentüren zu öffnen? Was? Woher wisst ihr? Volltreffer. Seid nicht böse, werft mich an. Euch würde ich sogar einen Nachlass gewähren. Ich muss diese Türen aufregen. Nun gut, ihr seid angestellt. Warum habt ihr überhaupt beschlossen, mir eure Dienste anzubieten? Nun, ich habe den Kampf beobachtet. Eure Gruppe schien mir etwas lebhafter zu sein als der tote Kerl. Captain Obvious. Daher kam ich zu jenem Schluss. Ihr seid sehr merkwürdig. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Yo, Garrett schließt sich dem Team an. Nein, warte, er ist der Matthew. Ach, was soll's. Pardon, ihr seid Pally, nicht wahr? Ich bin Matthew. Gut. Muss ich mit Matthew als nächstes? Ja, ich muss mit Matthew als nächstes. Das wird nicht funktionieren. Selbst ich schaffe es, nicht eine Tür aus dieser Entfernung zu öffnen. Ich wollte ja mit Ruth ziehen und nicht mit dir. Gehen wir mit ihm mal dahin. Tür. Und einfach mal geknackt, denn er hat einen Dietrich. Schade, weil Dietriche sind später nicht mehr von Nutzen. Also, in Awakening nicht da, hat jeder nicht mehr für die Fähigkeit, ein Schloss zu öffnen, braucht keinen Dietrich dafür, den er verbraucht. So, Matthew ist schnell. Nicht sonderlich stark und auch nicht sonderlich stark in der Verteidigung, aber er ist schnell. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wrath, bevor ich mit dir ziehe, würde ich gerne eine Sache erleben. Du hast nämlich einen kurz... Och, jetzt komm schon! Scheiße. Warten. Klack. So, offen. Ja, ich hab wieder gesprungen. Der hat einen Türschlüssel. Gut, hier ist eine Tür, die wir brauchen. Und hier ist eine Tür, die wir aufmachen müssen. Gab's hier nicht echt noch jemanden mit einem Schlüssel? Ne, hier gibt's keinen mit einem Schlüssel. Vielleicht krieg ich einen in den Häusern. Ach ja, scheiße, das Schwert wollte ich ja verkaufen, was ich jetzt habe. Ja, was weiß ich. Ich gehe mir am geschicktesten vor. Das sieht gut aus. So, schön.
Dorcas gerne wieder ein bisschen nach vorne. Ach, Dorcas kann erstmal das Haus besuchen. Durch all die Kämpfe in der Stadt kommt das Geschäft zum Erliegen. Ihr seid doch Söldner, nicht wahr? Könnt ihr denn nichts unternehmen? Wie? Ihr könnt die Kaserne nicht aufschließen? Ich wette, ein geschickter Dieb könnte euch mit seinem Dietrich beinahe überall Zutritt verschaffen. Wartet, vielleicht habe ich hier etwas, das vielleicht noch nützlich sein könnte. Da ist es ja hier mit einem Türschlüssel. Wieso ich einen Schlüssel zu den Kasernen habe, das weiß niemand, nicht einmal ich selbst. Türschlüssel können nur ein einziges Mal verwendet werden. Dafür können sie aber von jedem benutzt werden. Hier, der geht aufs Haus. Und jetzt schnappt euch diese Banditen. Yay, Türschlüssel. Gut, mit dem werde ich dann wahrscheinlich hier unten reingehen und mit Matthew hier oben die letzte Tür knacken und mit dem halt mal sehen. Und ja, die Truhe kann Matthew auch knacken. Das ist eine Truhe. Gut. Wrath schon mal so, der ist jetzt schon auf Level 7, also knapp über unserem Level, sag ich mal. Ich werde ihn nicht benutzen. Ich werde ihn auch in dieser Mission nicht benutzen. Ich werde seinen Bogen wahrscheinlich einfach an Will geben und fertig. Aber das alles erst im nächsten Part, denn ist schon wieder soweit. Dann mache ich noch die Häuser. Ich glaube, ich mache die Häuser noch kurz, damit ich daran beim nächsten Mal nicht denken muss. Damit wir dann das Gelaber nicht mehr ertragen müssen, sondern uns in den Kampf stürzen können. Der Hauptmann der Wache des Marquis ist ein Geselle namens Wrath. Man erzählt sich, er sei ein Nomad aus den Ebenen von Sakai. Wir haben schon gehört. Eigenartig, wenn man bedenkt, wie der Marquis die Nomaden hasst. Aha. Ein... Interessant. Ich nehme an, es gefällt dem Marquis zumindest einen Nomaden unter seiner Kontrolle zu haben. Ich vermag es nicht, den Gedanken dieser Aristokraten... Aristokraten, schwieriges Wort. Wir suchen. Welches ist eure Lieblingswaffe? Schwerter, Lanzen, Speer oder zieht ihr Bögen und Magie vor? Magie ist eigentlich so ein bisschen meine Lieblingswaffe. Oder Schwerter. Oder sind es gar Stäbe, wie auch immer. Es ist, je öfter ich es einsetze, desto mehr. Ja, haben wir schon gesehen. Waffenlevel. Waffenlevel brauchen wir zwar noch nicht, aber das wird bald, sag ich mal, entscheidend. Hier sieht man ja E und D, ne? Ein Haus noch, das dann erst beim nächsten Mal, weil ich komme jetzt gerade mit niemandem ran. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.